Phasmophobia. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia und mal wieder nicht alleine, sondern mit dem einzigartigen Justino LP. Ich glaube, ich weiß nicht, wie nenne ich dich? Justin? Kevin? Ja, Rüdiger? genau, du kannst mich Justin nennen. Okay, Justin. Ja, servus. Ja, hi, guck, ist er nicht süß? Guck dir diese Augen an. Können diese Augen lügen? Warte. Wenn die Augen lügen? Oh Gott. Nee, nee. Okay, wir wollen Carla Brock. Wir sind übrigens, nur zur Information, auf dem Server von Asien, weil Europa nicht geklappt hat. Und die Verbindung war hervorragend. Bisher. So, ein Bewegungssensor, das mag ich, das ist geschenkt. Ein Foto vom Geist, der taucht bei mir immer auf, wenn ich ohne Kamera unterwegs bin, immer. Aber jetzt sind wir zu zweit, das heißt, ich kann eine mitnehmen. Und entkomme während einer Jagd, das muss nicht unbedingt sein. Aber ja. Ja, das stimmt. Dann ich präpare schon mal Kamera für Dinge. Was nehme ich hier noch mit? Ich nehme das Thermometer mal mit. Jo. Warte, ich nehme EMF nehme ich mit. Wir haben jetzt da aktuell nur okay, dann eins. Nehme ich das Buch mit. Wundervoll. Ach schon, eine Taschenlampe wäre klug. Oh, ich freue mich schon so auf eine große. Und ich habe jetzt ein Fotoapparat mit, so. Kann mich mal. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ich freue mich schon so auf eine richtige Taschenlampe. Eine große, ne? Oh ja, jetzt fängt es an mit Laggen, hä? Huh? Ah, ich wollte mein Licht anmachen. Falsche Taste. Erstmal ein Foto vom Gehweg, so. Okay. Achso, ja, stimmt. Licht ist. Warte mal, was. Auf was für eine. Oh, guck mal, hier ist schon offen. Er fortgeschritten. Ah, fortgeschritten, das ist gut. Hier ist der Knochen. Hier ist der Knochen. Schau mal, wie schön der Knochen ist. Ui. Und genau deshalb habe ich die Kamera. Ein ganz dicker Knochen. So, hier ist schon die Tür offen. Ist hier vielleicht auch der Sicherungskasten? Nein. Ja, aber guck mal, hier ist das Pentagramm. Geil. Oh. Hier unten im Keller. Ich habe Ed fotografiert. Ich komme. Bitte noch nicht an. Nein, nein, das schwierig. Okay, achso, warte, dann können wir jetzt erstmal mit EMF mal rumgucken hier. Ja. Rumgurken. Ich mit dem Thermometer ein bisschen. Ja, das braucht halt ewig. Oh, hier! Ja. EMF 4, EMF 5! Veräppelst du mich? EMF 5. Oh. Hier im Zimmer. Was für eine Präsenz hier drin? Hier drin oder hier vor der Tür auch? Nee, ich glaube schon hier drin. Ja, mehr in dem Raum drin, ja. Ja, an der Tür quasi. Okay, EMF 5, danke fürs Gespräch. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Hallo, wahrscheinlich ein Oni und wir sterben gleich. Okay, dann. Ich glaube, jetzt mal die Kamera einfach hier. Ich schmeiße hier auf den Teppich. Machen wir hier nochmal Licht an, einfach weil. Und ich hole Gerätschaften. Mein Gott, es geht ja gut los hier. So, ich leg das. Oh, er hat eine Tür bewegt. Ja, dann ich bringe UV gleich mit, warte. Le UV. Ein Buch hast du schon, ne? Ich schmeiß mal noch. Ich hole ein Kreuz. Ich finde den Jungen sehr sass. Okay. Auf 4. Ich nehme das Kreuz. Hier, ich habe ein Kreuz. Weiche von mir, Justin. Weiche. Weiche. Jetzt musst du noch fauchen und verschwinden. Oh. Was? Hier ist ein bisschen Temperaturschwankung hier draußen. Ja. Warte, damit Ding aus. Ah. Aber ich glaube nicht, dass das Gefriertemperaturen sind. Das, öffne eine das Tür. Schon ein Wunder. Ja. Öffne eine Tür. Mach gib uns ein Zeichen. Also. Gib uns ein Zeichen. Reh. Oh, ich hoffe nicht, dass er da hinten hier in dem Raum ist. Ich hoffe mal nicht, dass er hier irgendwie dann auf einmal kommt. Ich lasse das. Wir sterben einfach. Er schreibt ins Buch. Wo ist das Buch? Da. Geil, wo ist meine Kamera? hier. Das heilige Buch. Da können wir schon mal anschreiben. Ich glaube, ich würde EMF5. Lass mal, wir gehen mal ganz kurz. Ich schmeiß mal das dahin für die Tür. Oder für die Türen. Tu es muss mal auf die Schwelle. Bisschen. Spirit Shade Miling. Oh. Okay, interessant. Warte, ich will. Ich bin nicht nervös, ich habe keine Angst. Nein, ich will nur auf, EMF5 und das Buch. Spirit Shade Miling. Was machen die denn noch Schönes? Spirit wäre die. Ach, die Box, natürlich. Och, die mag ich so gerne, wenn ich immer getötet. Gefriertemperatur. Hast du das Temperaturding drin gelassen? Ja, das liegt, glaube ich, im Flur. Ach, Ultraviolett Mühling. Also Ultraviolett war jetzt noch nicht bisher. Er hat ja jetzt schon was angefasst. Also ich habe jetzt, also wobei das natürlich, wo ich drinne war, hatte er nichts angetouched. Ich habe die Box in der Hand. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das auch nicht, mit der Box immer ins Haus zu gehen. Aber ja, das ist
Achso, warte, warum nehme ich das Salz? Ich nehme zuerst den Bewegungssensor. Falls wir sterben, haben wir dann wenigstens die Aufgabe. Nimm sonst nur noch das zweite Kreuz, wenn du eine Hand frei hast. Also nicht, weil wir Das Angst haben. Kreuz, ja. Wir hätten Hass natürlich, also. Ja. Nein, haben wir nicht. Was haben wir? Was? 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 Ich kann das gar nicht schreiben, also. Warte mal, ich tue mal dahin. Oh. Oh. Nein. Was Er hat der er den eigentlich Stab geworfen oder ist der reingeschrieben? geflogen? Please help me. Nee, Hilfe gibt's hier nicht. Ach was, ich hätte. Ich würde, Bro, ich würde. 10 von 10 würde was. Ja, warte mal, die Mann, ich will. Temperatur nochmal checken. Ich hab's, warte. Ich 5, glaube, hier sind 6, also ich ist nicht. Warte mal ich zieh hier. das mal hier hin. So busy. Warte, steigt hier die Temperatur? Veräppelst du mich? Ist ja doch im Flur. Ja, im Aber nee, Flur ist so ein bisschen der hat hier Schlangengrün rein, halt aber der hat drin. hier reingeschrieben. Ja, Ja, aber das deswegen, geht jetzt das ist über 10 schon Grad. komisch. Was ist denn los mit dem? Wir sind doch fortgeschritten. Der sollte nicht seinen Raum wechseln. Bro, wobei er kann vielleicht den anliegenden Sachen. Okay. Jetzt stehe ich hier rum, bis ich sterbe. Weil hier sinkt es. Das müssen wir hier Ja. vielleicht auch nochmal. Aber hier hat er auch keine Tür weiter angefasst. Und was ist hier irgendwas los? Also hier Nee. ist unter 10 Grad. Hier ist alles trocken. Ich hab's hier ja aufgehoben mit 6 Grad, aber nicht mit Gefrier. 6 Grad. Warte, jetzt hört's. Warte, es bewegt sich noch ein bisschen. Bewegt sich? Geist! Es geht unter. Ne, 5 Grad. Warte mal, könntest du Bleibt mal stehen was bei 5 Grad. Es sind sehen? keine Kannst du mich hören? Gefriertemperaturen. Lass mal kurz, Ach so. lass mal kurz, ne? Also. Ne, muss ja nicht übertreiben. Wenn du jetzt Genau. stirbst, ist ein Shade. Nur Bitte ganz nicht. alleine. Bitte kein Shade. Magst du nicht? Hast du was persönlich dagegen? Also ich würde jetzt mal sagen, es sind keine Gefriertemperaturen. Nee, würde ich auch so sagen. Ach so, die Box noch, ne? Hast du da Box? Soll ich's mal? Wie viel Sanity haben wir noch? Help Geht noch. me. Habe ich die? Oh. Bewegungssensor war noch nicht. Das heißt, ich tue noch mal einen in den Flur. Warte mal. Ich will die Wie Kamera lange aber nicht kannst du noch weglegen. boxen? Ich will die Kamera nicht weglegen. Ich erwarte sein Erscheinen. Oh, Tür hat er bewegt, aber ich weiß nicht. Ja, da muss man Ultraviolett nochmal anmachen, vielleicht. Ich mach mal hier draußen noch einen. Auf was reagiert denn der? Auf alle oder nur auf einen? Ich habe hier gerade Atem gehabt. Vielleicht soll man doch Alle. nochmal die Temperatur checken. Welche Tür hat er bewegt? Die hier? Da ist auf jeden Fall kein Abdruck dran, ne? Ich bin mir nicht, ich habe hier gerade Atem gehabt, aber. Geist, wo bist du? Ja, hier hat er auch die Schranktür, glaube ich, geöffnet, Hier wird's oder? wieder Hast du die wärmer, da? ne? Also im Bad ist er nicht. Ist hier was drinne? Was Hallo? ja die Schranktür? Muss man die mal aufschwingen? Oh, Du hast ich glaube, Wölkchen, wir haben aber. hier ein bisschen Gefrier, oder? Ja, du hast Ich glaube, Wölkchen. wir Warte, haben, ich hab ne? das Ding gerade in der Hand, aber es geht nicht weiter runter. Wölkchen heißt ja leider nicht mehr automatisch Gefriertemperatur. Nee, genau. Ja. Ne, wir sind bei 3 Grad. Ich hab Wölkchen, aber nur. Nö. Nee, Gefriertemperatur ist nicht. Kannst du vergessen? Oh. Hat geflackert. Mama! Ich bin Alter, hier ist ein draußen. Qualm. Wer raucht hier drinne? Gefriertemperaturen sind es nicht, sag ich. Aber Ultraviolett wäre jetzt doch noch, oder? Ultraviolett ist ja auch nicht Bitte wirklich. lass es Gefrier sein, trotzdem, bitte. Ja, dann wär's, warte, dann wär's der Spirit. Was macht der Spirit schön? Ach, der braucht ja die Box. Räucherstäbchen hält ihn friedlich, ja, das haben wir nicht, ne? Du hast jetzt schon mit ihm gesprochen, kam aber nichts, ne? Nee. Aber er hat dich verstanden, ist das Licht rot geworden, oder? Bis jetzt ist nichts Wir haben passiert. auch noch keinen Überblick. Oh doch, Hier wird's wieder. Bewegungssensor hat er jetzt mal gemacht. Dankeschön, Freundchen. Zeig dich. Es ist wirklich hier im Flur, dass wirklich hier ein bisschen kälter ist, aber ansonsten hier in dem Raum halt wirklich eher weniger tatsächlich. Das Sonst ist machen wir doch komisch. einfach safe und hängen gleich nochmal ein schnelles Ründchen dran. Ne? Oh, die Temperatur geht noch ein bisschen runter. Ja, sehr gut. Du willst es wirklich. Okay. Du willst es, Ist ja. es jetzt unter 5? Okay, Ja, das das hatte ich vorhin auch. passiert. 3 hat er aber weiter runter ging es nicht. Ach, schade. Sehr schade. Nix schade. Es ist die Box halt. Ab geht's. Wir müssen es ja nicht hören. Du musst es nicht hören. Wir haben es ausgeschlossen. Wir können auch für uns verziehen, bevor jemand stirbt. Okay, Just gut. saying. Können wir Dann einfach mal lass das Geld ich. einstecken. Dann ist es nämlich die Box.
Fotos sind halt, ich meine, der Beschwörungskreis 3 Sterne, Interaktion, Knochen, das sind 3x3 Sterne. Weiß ich, 9. Also ich hätte jetzt noch gern ein bisschen hier mit dem Feuerzeug gespielt, tatsächlich. Und dann? Ja. Oh mein Gott, das willst du tun. Und dann sterben wir. Ein bisschen Risiko. Ja, aber er scheint ja dann nicht automatisch und tötet einen? Der bleibt ja für 30 Sekunden erstmal in dem Kreis stehen und dann hast du ja halt Zeit wegzurennen vor ihm. Ja. Weil das auch aber funktioniert. Na klar, na klar. Das kommt schon. Wir könnten dann die Kreuze vielleicht mitnehmen, wenn du sowas machen willst. Ja, gerne. Ah, Bro, erschreck mich nicht so. Ach, die haben nur zweimal Salz. Gib mir das Kreuz. Ich hab ein Kreuz. Ich hab Angst und ich hab ein Kreuz. Ich auch. Auch Angst oder nur das Kreuz? warte, wo gehen wir denn überhaupt hin? Wahrscheinlich, guck mal, Garage ab, muss ich verstecken gerne. Sind da Spinde? Also sind Spinde, ja, aber sind die auch? Das sind zwei Stück. Die sind tatsächlich leer. Dann sollten wir ausmachen, wer in den hinteren läuft, dass wir da nicht einen Knoten reinmachen. Du rufst das heißt, ich laufe wahrscheinlich zuerst weg. Ja. Aber ich mache noch ein Foto. Gehst du auch in den ersten, dann würde ich sagen. Ne? Meinst du? Kann ich. Ja. Aber der zweite ist... Also... Okay, wir sortieren uns schon. Ansonsten stirbst du einfach für mich. Genau, so sieht's aus. Ich hab das Kreuz, ich schmeiß es hin, ich nehme die Kamera. So, ja. Wo wirf ich jetzt hier am besten mal meins hin? Vielleicht da oben, oder? Hier so vor die Tür? Kann sein, ich weiß nicht, ob das was bringt oder auf die andere Seite von dem Kreis noch. Der kommt jetzt gleich von oben und handelt hier runter, dann sind wir eh fällig. Ja, ich stell das mal hier in das Kreuz. Ich meine, einer von uns ist fällig. Der andere kann weglaufen. Genau. Kann nur einen auf einmal töten. Okay, sehr verehrte Damen und Herren, ich bin gar nicht nervös. Ich habe gar keine Angst. Ich habe ganz hervorragende Erfahrungen schon mit diesem Kreis gemacht. Ja, dann machst du oder machst du? Ach so, das Feuerzeug. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe doch gesagt, ich habe dir ein Kreuz und ein Fotoapparat. Ich komme doch. Oh, ich hatte schon was umgeworfen. Sehen Sie Profis bei der Arbeit? Hallo? Ja. Ich habe noch nie so erfolgreiche Phasmophobia-Spieler gesehen. Ich empfehle das denn auch in Ihrem Haushalt. Ich bin aufgeregt. So excited. And I just can't hide. Kamera. Kommen Sie mit? Vielleicht. Also eigentlich schon, ich möchte ein Foto von deiner Leiche. Ich meine, ich möchte ein Foto von dem Geschehen machen. Ach so. Letztes Mal, als das benutzt wurde, ist der im Kreis direkt getötet worden. So, dann wollen wir doch mal runter in den Keller. Bitteschön. Mein erstes Mal mit dem Feuerzeug. Sehr gut. Das ist immer eine gute Voraussetzung. So, ich muss erst mal gucken hier. Wo ist der Kreis? Da. Jetzt aussehen. Deine Hand ist völlig weg von der Kerze. Das Ziel auf, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aha! Ja, mit F. Müssen da unbedingt alle an sein, bevor was passiert? Müssen wir das? Oh Gott. Aber es sieht echt gut aus. Ich mach ein Foto. Tatsächlich nur eine anmachen noch und dann ein bisschen warten, dann kann er auch schon tatsächlich loslegen. Aber du willst es wissen, ja? Ja, gerne. Ich habe Angst um dich, aber ja. Ich meine, bisschen Schwund ja, ist immer. Angst. Warum kann ich die ja nicht anzünden? Ach so. Weil? Ich habe Angst, ich habe gehört, ich habe Gefühl, ich höre Schritte da oben. Ich glaube, da geht's, oder? Ja, komm, ich mach die noch an und dann die wurde Abfahrt. Oh, Fluch. Nein, ich bin tot. Warum rauscht jetzt hier alles? Ach so, Mist, ich will ja noch. Dein Gesäß. Nicht getötet, liebe Leute. Ja, zu Recht, ne? Ja, macht nie sowas nach. Das waren Aktionen von Profis. Mann, warum kam denn der von... Warum kam die von oben? Oh, meine Sanity ist bei null. Läuft. Nein, und das war kein Foto. Das war kein Foto. Ich hab... Aber ein 3-Sterne-Foto von deiner Leiche. Freut dich das? 3 Sterne? Von deiner Leiche, ja, aber vom Geist habe ich nicht. Das hat nicht geklappt. Oh, das ist ja ein sehr schönes Foto. Siehst du auch bei mir dein Hintern oder legst du bei dir anders? Bei mir präsentierst du dein gebärfreudiges Becken.
geil. Ja, ich lieg so halb schräg irgendwie in der Tür drinne. Ja, bei mir in der Tür, aber dein Hintern zeigt irgendwie zu mir, also nach oben. Also, ich nehme mal an, das war on purpose, also. Ja. Also, natürlich war es ein Spirit. Ui, die Knete gemacht, fast 300 Dollar. Ui. Ich hab 550. Aber ich lebe ja auch noch. Genau, es war ein Spirit gewesen. XP, ja. Genau. Ja, wäre doch gewusst. Also bitte. Nun, möchtest du dann auf Wiedersehen sagen zu den lieben Menschen, du levitierender Justin? Aber natürlich. Ja, dann macht's gut auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Da fehlt dir ja jetzt eigentlich noch ein bisschen die Bettelei für Abos und Likes und genau. Auch schaut euch auf den Kanälen um und so. Also das müssen wir noch mal ein bisschen üben, der Herr. Ja, genau. Weil die Leute können doch nicht wissen, was, dass sie da zu uns bald vorbeischauen, wenn du das denen nicht sagst. So. Weil dann denken die sich, genau. Wollte ich zwar nicht machen, aber ja, wenn du es sagst. Die Aufregung, die Spannung ist da. Ja, fast muss wie Fahrrad fahren. Nur man fällt öfter runter.